Freund des Lichts. Ich bin heute Morgen aufgestanden, bin zum Bad gelaufen und denke mir, verdammt, was ist mein linkes Bein so schwer? Bin duschen, komme aus der Dusche raus und untersuche mich von oben bis unten, weil wir waren gestern wieder draußen, ein bisschen unterwegs. Und da sehe ich, dass ich mir eine Zecke eingefangen habe mal wieder. Aber ist ja kein Problem, die ist schnell raus. Zeige ich euch gerade. Dazu brauche ich mein Erste-Hilfe-Kit, also das normale. Und aus dem Erste-Hilfe-Kit ist mein Spiegel, da ist noch ein bisschen Blut dran vom letzten Mal. Aus dem Erste-Hilfe-Kit brauche ich das Chlordioxid und die Zeckenkarte. Ah, es ging ja auch mit der Pinzette, aber die Pinzette ist eher schlecht für eine Zecke zum Ziehen. Auch diese Zeckenzangen, die taugen nichts. Zeckenkarte, perfekt. Und hier hängt dieses Biest hinten in der Kniekehle. Ich sehe das natürlich jetzt schlecht. Mal schauen, dass ich da richtig rankomme. Ah, man sieht so schlecht. Na, komm her. Da ist ein Stück hängen geblieben, jetzt muss ich doch mit der Pinzette dran. So. Und nun noch Chlordioxid drauf auf die Stelle. So, passt. Ein ganz winzig kleines Stückchen vom Beißapparat ist noch drin geblieben, aber das spielt keine Rolle. Das stößt der Körper von alleine ab. Das wächst sich raus. Das ist egal. Wenn ihr draußen wart, immer gleich nachsehen, ein bisschen untersuchen den Körper. Manchmal sind sie halt einfach so klein, das war jetzt eine ganz winzige. Diese ganz kleinen beißen uns normalerweise nicht, weil die suchen erst noch ein anderer Zwischenwirt. Menschen haben normalerweise erst die Größe und die lassen sich mit der Zeckenkarte recht gut greifen. Naja, die war jetzt etwas zu klein. Aber deswegen ist ganz gut, wenn man in seinem Erste-Hilfe-Kit nicht nur eine Zeckenkarte hat, sondern auch eine Pinzette. Und die Leichenteile hier dran, die werde ich jetzt erstmal noch entsorgen müssen. Da ist sie, die gute, die arme. So. Entsorgt, jetzt ist sie kaputt. Also immer untersuchen, nachdem ihr draußen wart, oder untersuchen lassen. Spätestens am nächsten Tag, so lange Zeit habt ihr. Normalerweise kotzen die Zecken ihren Mageninhalt erst nach 48 Stunden in eure Blutbahn. Dann wird es problematisch. Das bedeutet jetzt, die nächste Zeit, diese Bissstelle, die Zeckenbissstelle, immer wieder mal beobachten. Wenn sich ein roter Ring bildet, also einmal, wenn eine rote Schwellung sowieso sich ausdehnt, aber wenn sich dann um den Punkt herum, um die Einstichstelle, die Bissstelle herum ein roter Ring bildet, also rote Einstichstelle, dann weißer Ring von der Haut, also normale Hautfarbe, und dann roter Ring außenrum und der vielleicht sogar sich noch zu bewegen beginnt, also zu wandern beginnt, dann kann man auf jeden Fall von der Borreliose ausgehen und muss es dann relativ zügig behandeln. Das ist aber leicht zu behandeln, ist gar kein so großes Problem. Ich habe hier die Zeckenkarte, die ist hier zu wenig spitz für so winzig kleine Zecken. Die ist eher für die normalen Zecken gedacht. Zecken in dieser Größe, in dieser kleinen Größe, die haben ja drei verschiedene Stadien, die sie durchleben, ganz winzig klein. Da brauchen sie ganz kleine Tiere, weil sie brauchen dünne Haut, durch die sie durchkommen können mit ihrem Instrument. Dann die nächste Stufe, da greifen sie normalerweise Nager an und solche kleinen Tiere, da gehen die normal noch nicht auf Menschen, weil die Hautdicke, obwohl wir üblicherweise 2 mm Haut nur haben, aber da kommt noch das Fettgewebe etc., ist zu viel
für diese mittlere Stufe. Das, was bei mir dran war, war eben so eine Mittelstufenzecke. Der Vorteil ist, bei den kleineren Zecken, sie sind noch nicht so Viren und Bakterien verseucht und belastet. Das kommt erst dann nachher im Lauf der Zyklen. In ihrem dritten Lebenszyklus, also im dritten, da ist die Zecke schon deutlich größer. Und da wird der Mensch für sie schon sehr interessant. Da kommt sie leicht durch die Haut durch, an den verschiedensten Stellen. Und da ist aber auch schon sehr stark belastet. Und dafür ist an sich dieses Gerät ausgerichtet gewesen, hergerichtet. Ich werde es jetzt mit meinem Messer ein bisschen bearbeiten, werde es ein bisschen spitzer machen, dass auch die Zecken der mittleren Generation problemlos damit rausgezogen werden können. So, jetzt ist die Spitze schärfer ausgearbeitet. Jetzt nimmt es auch die kleinen, also die mittleren Zecken. Die ganz kleinen, die sind für uns eh egal, weil die können auf gar keinen Fall bei uns angreifen. So, wieder parat. Und wieder hat mein Erste-Hilfe-Kit prima Dienste geleistet. Ist ganz gut, so ein kleines Päckchen immer dabei zu haben. Ich habe zwar hier zu Hause jetzt auch noch andere Möglichkeiten, klar, aber ich wollte mal zeigen, dass man auch das mit diesem kleinen Erste-Hilfe-Kit locker bewältigen kann. Vielleicht hat es dem einen oder anderen genutzt, diese Information jetzt zu bekommen. Würde mich freuen, wenn es hilft. Wir sehen uns.